Bilder sind in der Erwachsenenbildungspraxis sehr wichtig. Sie unterstützen die Aufnahme von Informationen, sie transportieren Gefühle oder sie veranschaulichen Inhalte. Und dementsprechend oft werden sie auch in Präsentationen oder Lehrmaterialien oder auf Websites oder in den Social Media verwendet. Und es ist wirklich nicht immer leicht, das richtige Bild zu finden. Wer schon einmal versucht hat, eine Bildkartei zu einem bestimmten Zweck oder Fachgebiet zusammenzustellen, der weiß, dass das Stunden dauern kann, vor allem wenn die Bilder auch frei verwendbar sein sollen und stilistisch zusammenpassen sollen. Mit KI-Tools, also mit sogenannten Bildgeneratoren, geht das ruckzuck. Es ist also wirklich von Vorteil, wenn man damit umgehen kann. Und nebenbei erlebt man dabei, wie einfach es ist, Bilder zu manipulieren. Das schärft die eigene Medienkompetenz. Aus all diesen Gründen möchten wir Ihnen jetzt ein paar gute Bildgeneratoren vorstellen. Als erstes Tool möchten wir Ihnen den Microsoft Designer vorstellen. Wie der Name schon verspricht, ist das Tool besonders auf Design und Layout ausgerichtet und bietet in Bezug darauf einige KI-Funktionen. Der integrierte Bildgenerator greift auf das Modell DALL-E von OpenAI zu. Besitzt man einen privaten Microsoft-Account, kann man kostenlos 15 Prompts täglich eingeben. Mit einem kostenpflichtigen Copilot Pro-Abo sind es sogar 100. Wir zeigen Ihnen nun zwei mögliche Anwendungsbereiche des Tools für die Erwachsenenbildung. Zuerst möchte ich einen Designvorschlag für ein Zertifikat zu einem Webinar erstellen. Dazu rufe ich als erstes die Website auf und könnte mich hier rechts oben einloggen. Ich bin jetzt schon angemeldet und kann deswegen gleich starten, indem ich hier unten auf Design Creator klicke. Und jetzt kann ich mit KI verschiedene Designvorschläge erstellen. Dazu könnte ich zum Beispiel hier ein Bild generieren. Wie das geht, zeige ich gleich. Oder ich lade ein eigenes Bild hoch, das das Tool dann in den Vorschlag mit einbezieht. Jetzt gebe ich noch einen Prompt ein, und zwar: Erstelle ein professionelles Zertifikat für die Teilnahme an einem Webinar über künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung. Farbschema Orange und Hellblau. Und jetzt generiert mir das Tool verschiedene Vorschläge. Hier auf der rechten Seite kann ich jetzt ein Design auswählen, das mir zusagt. Ich nehme einmal dieses hier und dieses Design noch weiter anpassen. Ich könnte zum Beispiel hier die Farbe des Hintergrundes verändern. Oder ich ändere zum Beispiel die Schriftart hier links. Ich könnte beispielsweise auch den Text ändern oder zusätzlichen Text hinzufügen. Und wenn mir das Bild doch nicht mehr gefallen sollte, kann ich das natürlich auch hier rauslöschen. Wenn ich mit dem Design zufrieden bin, kann ich es hier oben downloaden und dann verwenden. Möchte ich jetzt ein Bild generieren, dann nutze ich den Image Creator. Ich könnte mir hier oben auch Ideen für Prompts holen, mit denen ich besonders gute Ergebnisse erzielen kann. Und diese Prompts kann ich natürlich auch nach meinen Wünschen abändern. Jetzt möchte ich aber, wie gesagt, ein Bild generieren, das ich in der Erwachsenenbildung nutzen kann, und klicke dafür hier. Und hier gebe ich jetzt meinen Prompt ein, nämlich Foto von Erwachsenen in einer Lerngruppe mit digitalen Geräten. Und schon generiert mir die KI ein Ergebnis. Ich habe jetzt hier vier Bilder erhalten und wähle einmal eines aus. Was auffällt, ist, dass auf dem Bild vorwiegend normschöne Menschen abgebildet sind. Das liegt daran, dass die Daten, mit denen KI-Modelle trainiert werden, meist nicht die Realität widerspiegeln. Auch in Details sind KI-generierte Bilder oft noch nicht perfekt. Deswegen sollte man zum Beispiel immer auf die Anzahl der Finger achten, weil KI-Modelle da oft noch fehleranfällig sind. Laut den Nutzungsbedingungen muss die Verwendung des Microsoft Designers mit den Verhaltensrichtlinien von Microsoft übereinstimmen. Man darf das Tool zum Beispiel nicht nutzen, um anderen Personen zu schaden oder deren Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Microsoft erhebt keinen Eigentumsanspruch auf generierte Bilder. Durch die Nutzung des Designers gewährt man Microsoft aber eine Lizenz zur Bearbeitung und Veröffentlichung eingegebener Prompts und generierter Bilder. In Bezug auf eine kommerzielle Nutzung von generierten Bildern sind die von Microsoft veröffentlichten Informationen aktuell nicht eindeutig. Laut den Nutzungsbedingungen ist der Microsoft Designer nur für den persönlichen und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Gemäß den FAQs und einer Anfragebeantwortung durch den Microsoft Support
ist jedoch eine kommerzielle Nutzung generierter Bilder möglich. Mit dem KI-Bildgenerator Adobe Firefly lassen sich besonders realistische Bilder generieren. Personen wirken mitunter natürlicher, das heißt, sie entsprechen nicht immer der Normschönheit, wie bei vielen anderen Bildgeneratoren. Mit Firefly generierte Bilder eignen sich daher sehr gut für den Einsatz in der Erwachsenenbildungspraxis, wenn man zum Beispiel ein passendes Bild für einen redaktionellen Beitrag benötigt oder für eine Veranstaltungsankündigung. Zugleich nimmt durch die sehr echt wirkenden Bilder aber auch die Gefahr von Deepfakes zu. Um ein Bild mit Adobe Firefly zu erzeugen, ruft man die Website auf und muss sich zuerst anmelden. Das geht mit einem Google, Microsoft, Apple oder Facebook Account oder man kann sich auch mit der eigenen E-Mail-Adresse registrieren. Dann gibt man einen Prompt ein. Zum Beispiel, eine Frau sitzt an einem Schreibtisch mit Laptop, Tischlampe, Büchern, Arbeitsutensilien und bereitet den Unterricht vor. Sie wirkt konzentriert und zufrieden. Es werden nun 4 Varianten des eingegebenen Prompts erstellt. Nun hat man die Möglichkeit, eines der Bilder herunterzuladen oder alle 4 Bilder herunterzuladen. Auf der linken Seite kann man auch noch die Optionen anpassen und zum Beispiel ein bestimmtes Seitenverhältnis, einen Effekt oder einen Stil oder einen bestimmten Kamerawinkel auswählen und das Bild neu generieren lassen. Mit Klick auf das File-Icon kann man das Bild auch mit anderen teilen, indem man den Link zum Bild in die Zwischenablage kopiert. Eine weitere durchaus praktische Funktion ist das generative Füllen. Damit ist es möglich, Bilder zu erweitern und so zum Beispiel an ein bestimmtes Seitenverhältnis anzupassen. Dazu klickt man auf Bearbeiten und Generativ füllen. Und dann wiederum klickt man auf Erweitern. Dann hat man die Möglichkeit, dass man das gewünschte Seitenverhältnis hier unten auswählt, zum Beispiel Breitbild 16:9 und klickt wieder auf Generieren. Rechts oben mit Klick auf den Button kann man das Bild dann herunterladen. Es ist auch möglich, Elemente im Bild zu entfernen oder neue Elemente einzufügen. Dazu klickt man auf Entfernen und markiert den Bereich, den man gerne wegretuschieren möchte. Klickt man auf Einfügen, kann man eine beliebige Stelle im Bild auswählen und in einem eigenen Textprompt angeben, was dort eingefügt werden soll. Die generierten Bilder lassen sich auch in Adobe Express öffnen und weiter bearbeiten. Dabei handelt es sich um ein Design-Tool, mit dem sich unterschiedliche Vorlagen erstellen lassen und bearbeiten lassen, wie zum Beispiel Zertifikate, Arbeitsblätter, Social-Media-Beiträge. Mit Firefly generierte Bilder dürfen auch kommerziell genutzt werden. Handelt es sich bei einer der Funktionen, die im Zuge der Bildgenerierung zur Anwendung kommen, um eine Beta-Funktion, dürfen die Bilder ebenso kommerziell genutzt werden. Es sei denn, im Produkt ist eindeutig angegeben, dass dies nicht erlaubt ist. Verwenden Nutzerinnen die kostenlose Version von Adobe Firefly, behält sich Adobe das Recht vor, die erstellten Inhalte inklusive der Prompteingabe und den jeweiligen Einstellungen unter anderem zu nutzen, zu verändern und anderen zur Verfügung zu stellen. Möchten Nutzerinnen das nicht, müssen sie eine kostenpflichtige Version erwerben. Über sogenannte Inhaltsurhebernachweise möchte Adobe die Transparenz digitaler Inhalte sicherstellen. Inhaltsurhebernachweise sind Metadaten, die einer Firefly-generierten Datei angehängt werden und unter anderem darauf hinweisen, dass das Produkt mit einem KI-Tool generiert oder erstellt wurde. Trainiert wurde Firefly nach eigenen Angaben mit Adobe Stockbildern und auch mit frei lizenzierten Werken, deren Urheberrecht abgelaufen ist. Auch das Tool Midjourney liefert besonders fotorealistische Darstellungen. Hier wurde zum Beispiel in Midjourney der Prompt eingegeben, Landschaft in Österreich mit Seen und Bergen. Und nach der Eingabe dauert es ca. 30 Sekunden und man sieht sukzessive die Bilder entstehen.
Midjourney hat schon recht früh als einer der ersten zugänglichen Bildgeneratoren eine hervorragende Qualität bei fotorealistischen Darstellungen geliefert. Der einzige Nachteil, das Tool erfordert noch immer die Anmeldung über Discord und ist auch in der Alpha-Version nicht direkt zugänglich. Auf Englisch funktionieren die Prompts übrigens manchmal besser, aber es geht auch auf Deutsch. Und man sieht das Ergebnis, das könnte wirklich irgendwo in Österreich sein, auch wenn es diese Landschaft natürlich so gar nicht gibt. Unter Explore kann man sich von den Bildern anderer User auch inspirieren lassen. Wenn mir hier zum Beispiel das Bild von dem Bären gefällt, dann klicke ich es an und kann es mir anschauen und ich kann mir auch den Prompt hier rechts anzeigen lassen. Und diesen kann ich dann kopieren und neu eingeben und dabei könnte ich auch einzelne Änderungen vornehmen. Und das Ergebnis könnte dann aussehen wie das hier. Für wirklich gute Prompts kann man sich auch von einer KI unterstützen lassen, die beim Formulieren der geeigneten Anweisung hilft. Die Adresse eines solchen Prompt-Generators sehen Sie hier bereits eingeblendet. Midjourney gewährt umfassende Nutzungsrechte an den generierten Bildern. Auf der Website des Anbieters heißt es dazu, Sie sind Eigentümer aller Vermögenswerte, die Sie mit den Diensten erstellen, im rechtlich größtmöglichen Umfang. Es gibt lediglich Einschränkungen für Großunternehmen, die dafür ein bestimmtes Abo benötigen. Umgekehrt gewähren sie aber auch durch die Nutzung der Dienste Midjourney eine Lizenz zur Bearbeitung und Veröffentlichung ihrer Bilder. Der KI-Bildgenerator Ideogram eignet sich besonders dafür, Bilder zu erstellen, die einen Text enthalten sollen. Um loszulegen, muss man sich zuerst auf Ideogram einloggen. Dafür wird ein Google- oder ein Apple-Account benötigt. Ideogram bietet weniger Einstellungsmöglichkeiten, was es zugleich aber auch übersichtlicher macht. Zentral ist hier die Prompt-Eingabe, die auch einen Text enthalten kann, der im Bild angezeigt werden soll. Ich gebe als Beispiel mal einen Prompt ein. Erwachsene befinden sich in einem gemütlichen Raum mit Schreibtisch, Sofa, Lampe und einer kleinen Bibliothek. Die Atmosphäre wirkt inspirierend und regt zum gemeinsamen Austausch an. Die Personen sind glücklich, kooperativ und unterhalten sich über Bildungsthemen. Auf einem Banner steht der Schriftzug Community of Practice, an der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift Welcome. Und dann klicke ich auf Generate. In der kostenlosen Version dauert das Generieren etwas länger. Nun erhalte ich 4 Vorschläge und kann eines davon auswählen. Ich wähle einmal dieses hier. Man sieht hier den Schriftzug Community of Practice und an der Tür das Welcome-Schild. Das scheint schon mal recht gut geklappt zu haben. Auf der rechten Seite habe ich die Möglichkeit, zwischen den anderen Bildern hin und her zu switchen. Und es wird auch der eingegebene Prompt angezeigt, sowie das Modell, in diesem Fall Ideogram 1.0, und die Dimension des Bildes, 16:9, 1280x720 Pixel. Das ist praktisch und auch übersichtlich. Nutzerinnen haben auch die Möglichkeit, das generierte Bild neu zu erstellen, indem sie zum Beispiel auf Retry oder Remix klicken. Und dann können sie den Prompt abändern oder einen neuen eingeben. Unter Remix ist es auch möglich, über dieses Icon den Text zum Bild zu erhalten. Es wird also dann rückwärts gerichtet ein Textprompt erstellt, der das Bild beschreibt. Und dieser Textprompt ist auf Englisch. Mit Cleartext wird der Prompt automatisch entfernt. Funktionen wie der Editor und der Image Upload können nur mit einer Bezahlversion genutzt werden. In der kostenlosen Version werden die erstellten Bilder automatisch veröffentlicht. Möchte man den privaten Modus nutzen und Bilder nicht veröffentlichen, benötigt man ebenso eine Bezahlversion.
25 Prompts stehen Nutzerinnen täglich kostenlos zur Verfügung. Das Generieren eines Bildes dauert in der kostenlosen Version ca. 30 Sekunden. In den kostenpflichtigen Varianten soll es laut Angaben der Betreiber schneller gehen. Generierte Bilder kann man auch mit Klick auf Download lokal speichern. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer optimal sind oder der Text im Bild nicht immer ganz fehlerfrei dargestellt wird, so schafft es Ideogram doch, zwischen dem eigentlichen Bildprompt und dem Text, der im Bild angezeigt werden soll, zu unterscheiden und den gewünschten Text als Schriftzug im Bild darzustellen. Übrigens soll auch das neueste Sprachmodell von OpenAI, nämlich GPT-4o, sehr gute Ergebnisse liefern, was die Darstellung von Text im Bild betrifft. Die Nutzung der mit Ideogram generierten Bilder ist auch für kommerzielle Zwecke erlaubt. Ideogram gibt an, keinen Eigentumsanspruch an den Benutzereingaben oder den generierten Outputs zu erheben. Durch die Nutzung des KI-Tools gewähren sie Ideogram aber die Lizenz, unter anderem auf die Inhalte zuzugreifen, diese zu veröffentlichen und auch zu modifizieren, soweit das aus technischen Gründen erforderlich ist. Schließlich kommen wir noch zum Generieren von Bildern mit ChatGPT oder besser gesagt mit DALL-E. Das hat den großen Vorteil, dass die Bilder noch im Dialog mit dem KI-Tool ausgebessert oder verfeinert werden können. Ich bin hier dafür im kostenpflichtigen Account von ChatGPT und ich rufe bei den GPTs DALL-E von ChatGPT auf. Achtung auf namensgleiche oder ähnliche Angebote anderer Anbieter. Das ist der Weg, der von OpenAI empfohlen wird, auch wenn man natürlich direkt in ChatGPT Bilder generieren könnte. Zuerst muss ich jetzt DALL-E sagen, welches Bild ich haben möchte. Und in diesem Beispielfall hier habe ich einen ganz groben Prompt eingegeben, weil ich mir auch die Idee zum Bild generieren lassen wollte. Und zwar habe ich eingegeben, ich brauche ein Bild zum Thema Micro-Credentials. Und daraufhin habe ich diese beiden Bilder bekommen und eine Erklärung, was hier abgebildet ist, nämlich jeweils eine moderne Büroumgebung mit Menschen, die digitale Abzeichen präsentieren und einer umfassenden Präsentation von Digitalabzeichen, die vernetzt werden könnten. Und ich habe mir die Bilder genauer angeschaut und dann zum Beispiel in diesem ersten Bild hier eine Unklarheit, eine Unschärfe gesehen und ich konnte diesen Bereich auswählen. Hier ist nicht klar, ob man eine Person sieht oder zwei. Die Darstellung wirkt unscharf, bitte präzisieren. Und dann habe ich dieses nachgebesserte Bild bekommen, wo die Unschärfe behoben ist. Dann wollte ich mir auch das zweite Bild noch einmal genauer anschauen und fand es zu dicht, zu voll und auch zu starr und habe auch hier um eine Änderung gebeten. Ich wollte es aufgelockerter, farblich, mit weniger Symbolen und auch einer aufgelockerteren Atmosphäre und habe daraufhin dieses Bild bekommen. Und auch hier habe ich wieder etwas gesehen, was mich irritiert hat und ich habe gebeten um entfernen oder präzisieren diese Figur und habe auch hier eine präzisere Darstellung bekommen. Und so kann man sich noch mit unterschiedlichen Varianten dieser Darstellung spielen, die natürlich immer sehr schnell generiert werden. Oder man kann sich auch unter dem Info-i den Prompt anschauen, den ausführlichen Prompt, den DALL-E selber aus meiner ursprünglichen sehr knappen Aufforderung generiert hat, die genaue Anweisung zum Erstellen dieses Bildes. Und ich habe diese Anweisung hergenommen und am Ende eine Kleinigkeit hinzugefügt, some of them talk to each other, weil ich wollte, dass die ganze Situation nicht so vereinzelt wirkt, sondern ein bisschen zugewandter und habe dann dieses Bild bekommen, da auch wieder mit einer perspektivischen Verzerrung und die habe ich mir dann beheben lassen. Die Größenverhältnisse habe ich mir ausbessern lassen. Dann wurde einfach eine Figur entfernt, aber die Größenverhältnisse sind nicht mehr so verzerrt. Also der große Vorteil bei diesem Vorgehen, ich kann dialogisch nicht nur immer wieder ein neues Bild generieren lassen, sondern auch in einem bestehenden Bild etwas verändern und ausbessern,
Und ich kann mir natürlich auch die Idee zum Bild mit einem knappen initialen Prompt generieren lassen, denn wir sind ja in der Umgebung von ChatGPT. Jetzt komme ich noch kurz zurück auf mein Eingangsstatement bezüglich Bildkartei, weil es sehr praktisch wäre, so eine Kartei schnell erzeugen zu können. Ich habe das hier mit dem Prompt versucht, wo ich um 10 Darstellungen, möglichst realistische Darstellungen von Bildern erwachsener Menschen in Lernsituationen gebeten habe, und das waren die Ergebnisse, die sind jetzt ein bisschen einheitlich ausgefallen, zu einheitlich für meinen Geschmack. Ich habe daher dann noch weiter gepromptet und auch ein Bild mit einer Brille und ein Setting im Park bekommen, und ich könnte da natürlich noch weiter prompten und verschiedene Sozialsituationen und Varianten erzeugen lassen. Was man schon sieht, ist, dass es wirklich einfach sehr, sehr schnell und einfach möglich ist, zu einem bestimmten Thema auch eine Bildkartei zu erzeugen. Gemäß den Nutzungsbedingungen von OpenAI darf man die Bilder, die man mit DALL-E erstellt hat, herunterladen, vervielfältigen, verkaufen und vermarkten. Allerdings ist dieses Recht nicht exklusiv, sondern auch OpenAI selbst hat Nutzungsrechte an den Bildern. Wie wir gesehen haben, können KI-Bildgeneratoren für die Erwachsenenbildungspraxis viel Nützliches leisten. Wer sie verwendet, sollte sich jedoch unbedingt bewusst sein, dass KI-Modelle stereotype Darstellungen aus ihren Trainingsdaten reproduzieren und oft sogar verstärken. Das nennt man Bias. Bildgeneratoren scheinen etwa verstärkt Bilder von Menschen zu erzeugen, die weiß, männlich, jung und normschön sind. Außerdem neigen sie dazu, in statushohen Jobs wie IngenieurInnen, AbteilungsleiterInnen oder PolitikerInnen eher Männer darzustellen, während bei der Hausarbeit eher Frauen gezeigt werden. Stereotype Darstellungen auf KI-generierten Bildern betreffen aber beispielsweise auch Menschen mit Beeinträchtigung. Beeinträchtigungen werden von KI-Modellen mehrheitlich als Gehbeeinträchtigungen interpretiert. Fragt man die KI nach einem Bild von einer blinden Person, fällt meist eine unrealistische Haltung des Stocks auf. Das liegt daran, dass blinde Menschen oft bereits in den Trainingsdaten nicht adäquat repräsentiert sind. Die Plattform Algorithm Watch hat diesbezüglich unter anderem Midjourney und Adobe Firefly geprüft. Von Midjourney generierte Bilder zeigten etwa PräsidentschaftskandidatInnen ausnahmslos als weiße US-Amerikaner. Auch ÄrztInnen wurden ausschließlich als weiß und männlich dargestellt. Bei Adobe Firefly zeigte sich laut Algorithm Watch auf den generierten Bildern eine größere Vielfalt von Hautfarben und Geschlechtern. In unseren stichprobenartigen Tests haben wir auch bei anderen Tools gewisse stereotype Darstellungen erkannt. Für NutzerInnen ist es zunächst einmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass ein Bias von KI-Modellen existiert und oft auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Solange Bildgeneratoren grobe Stereotype erzeugen, müssen Personen, die diese Werkzeuge verwenden, sehr vorsichtig sein, wenn sie nicht zur Verbreitung dieser Stereotype beitragen wollen. Oft kann man mit einem Problembewusstsein und den richtigen Prompts bereits einiges verbessern. Zum Abschluss noch ein juristischer Disclaimer. Dabei geht es um die Frage, was man mit KI-generierten Bildern machen darf. Und dazu gibt es derzeit mindestens 2 vertretbare Rechtsauffassungen und noch keine eindeutige Rechtsprechung. Die eine Auffassung besagt, wenn eine KI etwas generiert, dann fehlt eine natürliche Person als Urheber und es entsteht daher kein Urheberrechtsschutz und das Produkt ist automatisch gemeinfrei. Mehr zu dieser Argumentation können Sie unter dem eingeblendeten Link nachlesen. Die andere Argumentation besagt, wenn es hier jemanden mit Urheberrecht gibt, dann ist es die Person, welche das Bild mit Hilfe der KI generiert hat, weil die KI ein Werkzeug ist wie jede andere Software. Im Einzelfall könnte dabei die Schöpfungshöhe eine Rolle spielen. Auch zu dieser Argumentation sehen Sie hier einen Link eingeblendet, unter dem Sie Näheres nachlesen können. In der Praxis bedeutet das für Sie, Sie gehen auf Nummer sicher, wenn Sie Folgendes tun. Erstens, in den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Tools nachlesen, was man tun darf und was nicht, und sich genau daran halten, genau wie wir das hier in diesem Video mit den einzelnen Bildgeneratoren gemacht haben.
Zweitens, bei Veröffentlichung des Bildes die Herkunft transparent machen. Am besten in der folgenden Form. Erstellt von Name mit dem Tool, Toolname und der folgenden Anweisung, Prompt. Das kann zum Beispiel so aussehen wie hier im eingeblendeten Beispiel. Drittens, zusätzlich müssen Sie aufpassen, dass Ihre Ergebnisse der KI-Anwendung keine Rechte dritter Personen verletzen. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn Sie ein berühmtes Werk als Basis verwenden oder die KI anweisen, den Stil eines bekannten Künstlers oder einer Künstlerin nachzuahmen. Und wenn die Darstellung dann einem Original des jeweiligen Künstlers oder der Künstlerin zu ähnlich sieht oder spezifische Elemente eines geschützten Werks enthält, dann kann das zu urheberrechtlichen Problemen führen. Auch fremde Logos sollten natürlich nicht im generierten Bild enthalten sein. Und wenn Sie großes Pech haben, könnte eine generierte Abbildung einer Person, einer echten Person, sehr ähnlich schauen. Es macht daher Sinn, Stilimitate zu vermeiden und nachteilige Darstellungen von Personen vermeidet man sowieso. Wie immer bei der Arbeit mit generativer KI heißt es also, selber gut mitdenken und wie immer braucht es auch eine Qualitätskontrolle. Man muss am Ende genau prüfen, ob kein Unfug abgebildet ist, also keine überzähligen Finger oder auch keine Dinge, die real gemeinsam so gar nicht vorkommen können. Wenn man das beachtet, bietet die Arbeit mit Bildgeneratoren wirklich ganz tolle kreative Möglichkeiten und damit wünschen wir Ihnen wieder ganz viel Spaß beim Ausprobieren.